Vor mehr als 70 Jahren wurde das erste Kapitel des Sozialismus in Deutschland begründet. Vor rund 30 Jahren wurde es vorerst beendet. Die DDR ist Geschichte. Es ist eine Geschichte, die mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mit dem Sieg über den Faschismus begann. Eine Geschichte über den Kalten Krieg und die Systemkonkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Seit 1990 wird ein düsteres Bild von der Deutschen Demokratischen Republik gezeichnet. Ein verzerrtes Bild, in dem sich viele ehemalige Bürger der DDR nicht wiederfinden. Ein Bild, das es den Bürgern der heutigen BRD erschwert, ein Verständnis für das Leben in der DDR zu entwickeln. Auch wenn man vereinzelt positive Aspekte hört, ist die vorherrschende Meinung über die DDR, dass sie letztlich eine Diktatur gewesen sei, die sich gegen die Interessen der Menschen richtete. Aber wie war das Leben in der DDR wirklich? Wie hat sich diese Gesellschaft organisiert? Und was hat das für den Einzelnen bedeutet? Wir haben mit 11 Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen. Sie geben Einblicke in das andere Leben, das sie hatten. Es entsteht ein Bild, das dazu einlädt, mehr zu erfahren und tiefer in die Geschichte einzutauchen. Die politische Auseinandersetzung zwischen Bundesrepublik und DDR hatte sicherlich auch sehr unterschiedliche Phasen. Ich bin ja zur Oberschule gegangen, habe mein Abitur gemacht unter den Bedingungen einer sehr aggressiven Polemik, einer Kriminalisierung der DDR und der sozialistischen Länder. Das wurde ja dann im Zuge der Politik der Umarmung auch der DDR zurückgefahren, und mit der sogenannten DDR-ologie entstand in der Bundesrepublik eine Wissenschaft, die also mehr auf leisen Sohlen und in der Umarmung mit dem Sozialismus fertig werden wollte. Und es ist ja Treppenwitz der Weltgeschichte, dass nach dem Ende der DDR man nicht etwa an die DDR-ologie und an die Umarmungsstrategie anknüpfte, sondern wie in den Hochzeiten des Kalten Krieges wurde Kriminalisierung betrieben und das Wort DDR zum Synonym für das Böse in der deutschen Geschichte und auch das, was eigentlich gar nicht existierte, gemacht. Es war die Grenze entstanden, die war notwendig, weil es eben, wie gesagt, die Grenze an zwei gesellschaftlichen Systemen war, die sich feindlich gegenüberstanden, sag ich mal, die konträr zueinander standen. So, und das war der eine Fakt, der war für mich plausibel und das musste gesichert werden. Und zum anderen hängt das ja auch mit Krieg und Frieden zusammen. Auch da war für mich wichtig, der Frieden muss gesichert werden. Also die DDR hatte ja diese ungünstige Voraussetzung im Unterschied zu den anderen sozialistischen Ländern, dass sie Teil eines vormals einheitlichen Landes war, mit allen daraus resultierenden Bedingungen, dass also es vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen gab, vielfältige Bekanntschaften über die Grenzen hinweg, dass die gleiche Sprache gesprochen wurde, die gleichen kulturellen Eigenheiten bestanden. Und diese besonderen Voraussetzungen wurden natürlich von den Geheimdiensten auch genutzt, um ihre Basis in der DDR aufzubauen und zu unterhalten. Und demzufolge war das Sicherheitsbedürfnis in der DDR deutlich höher als das in anderen Ländern, wo also doch geschlossene Grenzen und auch die ganze Sprachbarriere die Tätigkeit der Geheimdienste deutlich begrenzt hatten. Der Bau der Mauer war aus zwei Gründen aus meiner Sicht notwendig. Einmal floss der gesellschaftliche, ökonomische Fortschritt, auch der soziale, politische, unentwegt nach Westdeutschland.
Wir bildeten die Mediziner aus und sie folgten den Lockruf des Geldes. In der DDR verdiente ein Arzt 1500 Mark, in der Bundesrepublik damals, glaube ich, so 3.000, 4.000 D-Mark. Und dazu gehörte schon dann ein starkes Klassenbewusstsein, um dem zu widerstehen. Und das ist nur ein Beispiel für vieles, war also ein Ausbluten der DDR. Die andere Seite war, dass natürlich dieses Ausbluten der DDR von der anderen Seite verbunden war mit bestimmten militärischen Plänen. Und erwartet wurde, wenn das so weitergeht und die DDR immer mehr geschwächt wurde, dann wird sich das Volk erheben und wir greifen militärisch ein. Franz Josef Strauß, der war damals Verteidigungsminister, der schreibt ganz offen in seinem Buch, dass ihm ein Stein vom Herzen fiel, dass die Planspiele jetzt nicht mehr Möglichkeit waren. Einschließlich Kernwaffenschläge auf DDR, also Demonstrationshandlung im Falle eines Falles. Hat sich erledigt mit dem 13. August. Von hier, von Ost-Berlin, arbeiteten Tausende in West-Berlin, bekamen West-Berliner Geld, kamen zurück, tauschten um und hatten mindestens viermal so viel Geld. West-Berliner nahmen ihr Geld, kamen hierher, kauften ihr ein. Teure Fotoapparate. Ging zum Friseur und die ganz alltäglichen Dinge, die aber natürlich damals schon in West-Berlin viel Geld kosteten. So und hier zum Friseur bezahlten für einen Apfel und ein Ei im Prinzip. Diese Grenze hat die ganze Zeit schon bestanden. Was gemacht wurde, sie wurde 1961 nochmal massiv gesichert. In Berlin stellte sich das so dar, dass man im Grunde genommen Betonelemente, also eine Mauer, hingesetzt hat. Aber wer die Staatsgrenze ein bisschen kannte, das waren zu einem großen Teil Zäune und keine Mauern. Tiefe Einschnitte natürlich auch unter dem Gesichtspunkt dann des Grenzregimes. Und damit war ich ja dann befasst als Staatsanwalt, zeitweise auch. Ja? In dem Kreis, wo ich tätig war, als im Kreisbezirk, war eine Grenze zu West-Berlin. Und da gab es ja auch ungesetzliche Grenzübertritte oder versuchte, wo ich selbst auch involviert war in Anklagen und Verurteilungen. Man braucht keine Grenze zu ziehen, wenn man auch nicht zur letzten Konsequenz greifen kann und darf. Die letzte Konsequenz war eben auch von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Da gab es klare Bestimmungen, kein Schießbefehl, aber klare Bestimmungen. Im schlimmsten Fall muss auch geschossen werden, sonst brauche ich kein Gesetz, dass eine Grenze nicht überschritten werden darf. Das ist das Recht eines souveränen Staates. Und so haben wir das gehandhabt. Es wurde dort vorgegangen nach Regeln, die in der ganzen Welt eigentlich allgemeingültig sind. Verletzt jemand dieses Gebiet, wird er angerufen, halt stehen bleiben. Das erfolgt. Wenn er nicht stehen bleibt, wird in die Luft geschossen. Ein Warnschuss. Die dritte Sache dann, wenn er immer noch sich bewegt, sollte so geschossen werden, dass die Bewegungsfreiheit eingeengt ist. Es war kein Grenzsoldat darauf aus, jemanden dort zu töten. Also die DDR wurde wegen ihrer Art und Weise der Grenzsicherung niemals behandelt bei der UNO, als UNO-Mitglieder. Das ist Sache jedes Staates selber, wie er seine Grenze sichert. Mein Onkel ist 1962 während der Ausübung seines Dienstes an der Staatsgrenze der DDR erschossen worden. Durch einen, der in die Bundesrepublik geflohen ist. Dieser Mörder meines Onkels, der die Haftstrafe dann in der DDR abgesessen hat, weil er sich hat einfallen lassen, im Transit von der Bundesrepublik nach West-Berlin zu fahren. Dabei hat man festgenommen, weil er war ein Mörder. Und er hat dann hier einen Prozess bekommen. Der hat, glaube ich, nach 9 Jahren Haft, durfte dann in die Bundesrepublik ausreisen. Dieser Mann hat wegen ja seiner Haft in dem SED-Regime hinterher eine Entschädigung bekommen. Wo ich sage, das finde ich höchst interessant, dass der Mörder meines Onkels noch Geld dafür bekommt, dass er meinen Onkel umgebracht hat und dass er dafür eine gerechte Strafe bekommen hat. Was ich nicht machen durfte und gerne gemacht hätte, da bin ich ehrlich, war schon die eine oder andere Reise
die ich mir dann nach 1990 geleistet habe. Und das ist auch eine Sache gewesen, die ich nach wie vor nicht richtig fand, dass es so gelaufen ist in der DDR. Obwohl es ja das Jugendreisebüro der DDR gegeben hat, wo natürlich auch junge Leute Fahrten oder Reisen außerhalb der sozialistischen Länder gemacht haben. Aber hier sind natürlich die Gefahren, wo man sich sicher war oder einigermaßen sicher war, dass sie wiederkommen. Freiheit ist heute, sag ich mal, ungebunden zu sein. Manchmal den Eindruck zu haben, man kann hier machen, was man will, was eigentlich nicht so ist, ne? Aber zu DDR-Zeiten, wie gesagt, nie unfrei gefühlt. Ich konnte mich so entwickeln, wie ich wollte. Ich konnte das tun, was für mich richtig war. Ich konnte auch verreisen, weil ja das immer, ne, angeführt wird, dass man hier, ne, eingesperrt war. Nee, ich bin auch verreist, auch ins Ausland verreist. Ja, das war möglich. Ins Kapitalistische nicht. Da gab es aber auch die Gründe dafür, ne? Das war ja nicht böse Absicht, den Leuten nicht keine Bananen zu geben und keine Autos und das oder diese. Das waren knallharte politische, ökonomische Zwänge dahinter. Aber es sind natürlich trotzdem viele DDR-Bürger gereist, Zehntausende in dienstlichen Auftrag, Kulturdelegationen zum Beispiel. Oder aber auch in Reisen in dringenden Familienangelegenheiten. 1988, 87 waren es ungefähr 1 Million solcher Reisen im Jahr. Also es war nicht so, dass überhaupt nicht jemand reisen konnte, auch nicht in den Westen. Und die Reisefreiheit, was die sozialistischen Länder betraf, die bestand ja ohnehin. Das war jetzt nur nichts, woran ich zerbrochen bin, dass ich nicht, 1985 nach Ägypten fliegen konnte, sondern eben erst im Jahr 2016 oder so. Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass als ich meinen Mann als gelernten BRD-Bürger kennengelernt habe, also ich war welterfahrener als er. Ich habe wesentlich mehr Länder gekannt als er. Gut. Er war in Italien und ich war in der Sowjetunion. Er war in Österreich und ich war dafür in Ungarn. Ich denke aber, dass man zu einem viel früheren Zeitpunkt hätte eine Sache ändern müssen. Diejenigen, die unbedingt dieses Land DDR haben verlassen wollen, denen hätte man aus meiner heutigen Überzeugung viel schneller die Möglichkeit geben müssen, das Land zu verlassen. Dann hätte es auch aus meiner Sicht nicht so einen politischen Druck wegen diesem Thema gegeben. Wo ich heute drüber nachdenke, ist dieses geteilte Deutschland. Das war sicherlich anfänglich für viele Familien eine ganz schmerzhafte Sache. Die Familien, die auseinandergerissen wurden. Ich habe es in der eigenen Familie auch erlebt. Was den Vater betraf und so, er konnte nicht dann mehr zur Beerdigung seiner Mutter. Da gab es viele, viele Dinge, die ja, wir vielleicht hätten anders auch lösen können. Vielleicht lösen müssen. Also diese nationale Frage zwischen beiden deutschen Staaten, die hätten wir anders lösen können, meiner Meinung nach. Warum hat Sozialismus Interesse am Frieden? Sagen wir es mal salopp hier für die Finanzgesellschaft. Es verdient keiner im Sozialismus an. Für uns war jede Rüstungsausgabe eine Belastung. Und die NVA war von Anfang an eine Friedensarmee, die nur dazu war, gemeinsam mit der Sowjetarmee und den anderen Armeen der befreundeten Länder den Frieden zu erhalten, den Sozialismus zu verteidigen. Keine Angriffsarmee. Sie hat niemals irgendwelche Angriffsoperationen geführt, an keinen Kriegen teilgenommen. Dass sie sozusagen ein militärisches Gegengewicht war, das verhinderte, dass man gegen den Osten marschieren konnte.
oder vereinnehmen konnte, den Osten. Und da bestand ja zumindest bis weit in die 60er Jahre hinein durchaus die Gefahr. Ja, und wir wären überrollt worden, ohne dass wir uns da groß hätten wehren können oder was weiß ich wehren wollen. Also insoweit sehe ich auch, war das militärische Gegengewicht oder auch Gleichgewicht zum Westen, die Armee wie auch die anderen Armee, waren Armeen, die den Frieden sicherten. Die Armee ist Abbild der Gesellschaft. Sie hat diese Werte, dieses, die Gesellschaft, dieses Staates zu verteidigen. Auch von ihrem Anspruch her. Nie Hass, Eroberungssüchte und Ähnliches mehr gegenüber anderen Staaten. Wenn man der heute gängigen Propaganda folgt, dann war es in der DDR ja so, dass also 16 Millionen Widerstandskämpfer dem MFS und seinen inoffiziellen Mitarbeitern gegenüberstanden und dass nur durch Repression, durch Einschüchterung, Überwachung die DDR überhaupt aufrechterhalten werden konnte. Aber was sagt denn das eigentlich aus? Staatssicherheit. Naja, der Staat sollte gesichert werden, aber das gibt es doch in jedem Land. Warum ist denn jetzt die Staatssicherheit, die Stasi, warum ist sie etwas so viel Schlimmeres als zum Beispiel der Verfassungsschutz in der BRD oder das FBI oder CIA oder sonst wo? Gibt es doch überall, gibt es in jedem Land eigentlich. Abwehrarbeit des MFS bezog sich auf den Schutz wichtiger gesellschaftlicher Bereiche, der Volkswirtschaft, des Verkehrswesens, des Staatsapparates, aber auch auf die spezielle Spionageabwehr. Also dazu muss man wissen, dass das MFS 1950 entstanden ist aus einer Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft im Ministerium des Innern oder der Hauptverwaltung des Inneren. Diese Abteilung allein zeigt, dass das MFS eine Reaktion war auf schwerwiegende Angriffe gegen die Volkswirtschaft der DDR. Aus eigenem Erfahren, also ich war kein IM und ich habe zwar durch die Tätigkeit mit vielen Genossen zusammengearbeitet, notwendigerweise zusammengearbeitet, als, ich sage es am Beispiel wieder, Frankfurt-Oder, der Etappenort der Friedensfahrt war, da haben wir mit diesen Genossen gemeinsam eben abgesichert, dass dieser Etappenort mit den Friedensfahrern eben gut organisiert war, dass es keine Vorfälle gab. Wir haben mit denen richtig gut zusammengearbeitet. Es gab eine Zusammenarbeit. So habe ich diese Genossen kennengelernt. Dabei sollte man nicht vergessen, dass in der Bundesrepublik Deutschland schon 1946 die Organisation Gehlen, eine komplette Übernahme eines faschistischen Geheimdienstes aus der Abteilung Fremde Heere Ost, tätig war. Also 4 Jahre vor dem MFS ist bereits der erste westdeutsche Geheimdienst gegründet worden. Und wie auch der Bundesverfassungsschutz waren die Gründungsväter zu großen Teilen ehemals aktive Nazis bis hin zu Gestapo-Mitarbeitern, SS-Angehörigen und so weiter. Man kann, klar ist doch eins, wenn ich heute Gegner dieser Gesellschaft bin, muss ich doch wissen, dass ich Gegendruck kriege. Und dass ich, je nachdem wie weit ich selbst gehe, dass ich repressive Maßnahmen als Antwort bekomme. Welcher Staat lässt sich denn das bieten? Keiner. Schaut an, die Verbote der Kommunisten in der BRD, der Kommunistischen Partei. Das war nichts anderes. Der Staat hat sich die lästigen Kommunisten vom Halse geschaffen, weil sie ihm nicht in Kram passen. Klar waren die Kommunisten gegen diesen Staat. Mussten sie ja wohl sein. So.
Und während der DDR gegen diesen Staat gearbeitet hat, was will der sich beschweren? Also die Opposition als organisierte Opposition entstand praktisch erst Anfang der 80er Jahre in der DDR. Es gab da einen Appell gemeinsam von Eppelmann und Havemann ausgearbeitet, in dem alles Mögliche gefordert wurde an Pazifismus, Abschaffung von Militärapparaten etc. Das wird so ungefähr als Gründungsdatum dieser Opposition genannt, der sogenannten unabhängigen Friedensbewegung. Und in Keimen war das teilweise schon vorhanden, in kirchlichen Gruppen von Bausoldaten, solche Ideen. Aber wirklich in größerer Ausprägung hat es dann erst erfahren mit diesen Dingen, die sich dann unabhängige Friedensbewegung nannten. Die Probleme der Bevölkerung wurden nicht mehr ernst genommen. In den Ende der 80er Jahre. Und damit hüllst du das Vertrauen der Bevölkerung in dich aus. Und das war der Fall. Eindeutig. So. Ob man das hätte, ob das noch geholfen hätte, wäre eine ganz andere Frage gewesen. Die zweite, aber für mich entscheidende Frage war, neben dieser, aber die hängt ja
Das hängt ja alles eng zusammen, ja. Dass die DDR sich ökonomisch selber kaputt gemacht hat. Eben durch die Preispolitik zum Beispiel. Die DDR war ja nicht mal pleite. Wir waren nicht pleite, was die immer behaupten. Kann man nachlesen. Und die, der Bundesfinanzgericht, Finanzhof oder wie die sie nennen, die haben selber diese Aussage getroffen, dass die DDR nicht pleite war. Die Leute, gerade diese Ausreiseantragsteller und die dann in Prag über die Zäune der Botschaft kletterten, das waren ja keine Feinde der DDR oder des Sozialismus. Das waren Leute, die einfach wirtschaftlich sich besser stellen wollten. Die wollten eben keine Wartezeit von 14 Jahren auf dem Auto mehr haben. Die wollten reisen überall hin. Und die wollten eben natürlich auch das Angebot in den DDR-Kaufhallen haben, was sie in den Westen gesehen haben. Und zunehmend viele hatten ja dadurch, ich hatte ja die Zahlen der Reisen in dringend Familienangelegenheiten genannt, hatten das ja den eigenen Eindruck des westlichen Wirtschaftswunders mit in die DDR gebracht. Und das hat natürlich irgendwie doch diesen Stimmungsumschwung, diese große Unzufriedenheit, die sich ja explosionsartig entwickelt hat, hervorgerufen. Also ich glaube, noch viel mehr als die westliche Propaganda und auch viel mehr als das Versagen der SED-Führung haben diese Probleme auf wirtschaftlichem Gebiet, die natürlich auch Ausdruck des Versagens der SED-Führung sind, ja, dann zu diesem Niedergang geführt. Also anfänglich, wirklich die ersten Monate, so dachten wir, also was der Gorbatschow da von sich gibt, ist ja gar nicht so schlecht und manches wäre sicherlich bei uns auch notwendig. Das war aber nur zu Anfang so. Im Laufe der Zeit, es kam ja dann auch Bücher, er hat dann Bücher veröffentlicht, ne, die wurden gelesen. Und mit der Zeit hast du feststellen müssen, dass er nicht hinter dem stand, was er da von sich gegeben hat, dass er also was ganz anderes wollte, nämlich eigentlich den Sozialismus, die Sowjetunion vernichten wollte. Das war ja eigentlich sein Credo, das war sein Ziel. Ne, und da hat er natürlich an dem begonnen oder das aufgegriffen, was vielleicht in der Gesellschaft nicht immer so in Ordnung war und hat damit Menschen gewonnen und eben dann mit seinen anderen Mitmenschen dafür gesorgt, dass eben dieses große Land, Sowjetunion, zerschlagen wurde, dass die Partei aufgelöst wurde, alles schlimme Dinge, die letzten Endes auch mit ein Grund dafür waren, dass dann auch hier der Niedergang der DDR eingeläutet wurde. Also in dieser Zeit, also von 1987 bis 1989, war ich Abteilungsleiter bei der Kreisleitung der SED in Samada. Ich hab die Zeit so empfunden, dass es eine ganz, ganz schwere Zeit war. Oder dass eine ganz schwere Zeit vor uns liegt mit viel Arbeit. Ich hätte nie und nimmer hätte ich daran gedacht, dass die DDR zugrunde geht. Erich Honecker und seine Parteiführung hatten sich selbst die Hände gebunden, indem sie sich ökonomisch von Westen abhängig gemacht hatten, mit Kreditaufnahmen etc. Und sie waren dadurch also auch erpressbar geworden und haben dieser Erpressung vor allen Dingen immer mal wieder nachgegeben. Und zweitens war es natürlich auch so, dass Erich Honecker in großer Selbstüberschätzung der Auffassung war, dass er Kompromisse jetzt schließen muss, um nun noch auch den letzten Staatsbesuch in New York machen zu können, um also praktisch auch von den Westen Vertretern nun endgültig voll anerkannt zu sein,
Und das war natürlich ein Denkfehler. Also er ist da auch in der Falle gelaufen. Das war im Ganzen die Sache nicht wert. Aber jedenfalls war es eben auch so, die zunehmende Breite der Bevölkerung wollte nicht mehr und die herrschende SED konnte nicht mehr. Ich fand insbesondere diese Verbindung SED-SPD, also jetzt mal, wenn ich beide Staaten nehme, die ist für mich einer der Punkte gewesen, wo eine Umarmung stattfand, das gemeinsame Papier zwischen beiden Parteien. Und Umarmung, wo uns unterm Strich die SPD erdrückt hat. Da muss man zum einen die Parteiinformation von März 1988 beachten. Eine Parteiinformation, die überschrieben war gegen die Nörgler und Meckerer, wo also die Grundrichtung der politischen Führung angegeben war, wie man denn mit denjenigen, die nun unentwegt über bestimmte Probleme und Fehler diskutieren, umzugehen habe. Rezept war, man muss sie als Nörgler und Meckerer außen vor lassen. Ne? Man braucht gar nicht auf sie einzugehen. Ne? Das war der eine grundlegende Fehler. Nur als Beispiel, wie sich dann natürlich auch die Stimmung in der Partei anheizte. Und der zweite große Fehler war die Maiwahlen, die Kommunalwahlen im Mai 89, wo die Partei regelrecht mit ruiniert wurde durch die Weisung der politischen Führung, das Ergebnis zu schönen. Das Ergebnis war an und für sich furchtbar positiv für die DDR, nämlich nachweisbar, auch wenn man so die Einzelergebnisse, was ich damals auch getan habe, sich ansieht, dann ist das auch zu belegen. 90% sprachen sich für die Unterstützung der politischen Führung aus, etwa 10% dagegen. Und dieses Ergebnis wurde verfälscht in dem Sinne, dass dann eine Zustimmung von 98, was weiß ich, 85 oder sowas ähnliches herauskam. Alle wussten, das stimmt nicht. Und das trug außerordentlich dazu bei, die Autorität der politischen Führung zu untergraben und den sich entwickelnden Demonstrationen in Leipzig, die dann unter der Losung auftraten, SED, das tut weh, dann so richtig Futter zu geben. So, und dann kam, was du ja erwähnt hast, Aufruf für unser Land. Kam von den Falschen, kam ja von der Bürgerrechtsbewegung. So, ich fand dort drinnen, was dort stand, in Ordnung. Hätte ja von unserer Staats- und Parteiführung kommen können müssen. Ne? Und so, okay. Ist natürlich klar. Sie sahen jetzt ihre Fälle wegschwimmen. Die sind ja mal für einen besseren Sozialismus und für einen besseren DDR offen Dings getreten. Auf einmal Grenzöffnung. Und die Leute sehen drüben, ist das schick und schön. Und ja, ist ja nicht, dass die alle gleich drüben geblieben sind. Ja? So, und jetzt haben sie praktisch auf einmal den Ernst der Lage erkannt irgendwie. So, ja, aber ich habe den Aufruf genommen, ich fand ihn gut. Der Lage angemessen, haben bei mir im Bataillon am Haupteingang, wo jeder öfter durchgeht am Tag, rangemacht, Unterschriftenliste, als erster meinen Namen hingeschrieben. Sag, ich muss mal sagen, innerhalb von 2 Tagen waren 80% Leute unterschrieben. Und davon hing nichts ab, ob ich die nun besser behandle oder weiß ich, Sonderurlaub einreiche oder für die oder dass sie jetzt ein besseres Leben haben bei der Armee. Also ich muss sagen, das deckt sich auch mit einer anonymen Umfrage im Dezember von diesem Allensbach-Institut, haben sie in der DDR gemacht. Dieses Ergebnis haben die bloß einmal publiziert. Haltung zur DDR und zum Sozialismus. Und 73% der Leute sagen, jawohl, erneuerten Sozialismus, erneuerten DDR, was sie auch darunter verstehen, haben niemals Aufgabe, niemals Sozialismus in Frage stellen. Ne?
Also meines Wissens sind die Leute nicht dorthin gegangen, um gegen den Sozialismus zu kämpfen, sondern einfach für mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie, also für eine Erneuerung. Man hatte sicher ein Problem mit der DDR-Regierung, also Honecker und seinesgleichen. Aber man wollte den Sozialismus nicht bekämpfen. Also ich bin auch nur dahin gegangen, weil ich mir erhoffte, dass es einen Fortschritt gibt, dass es irgendwie mal, dass sich was bewegt. Wenn man die Geschichte der Eskalation des Zusammenbruchs der DDR betrachtet, dann waren nicht die Oppositionellen die Triebkraft, die zum Verfall geführt haben, sondern es waren im Wesentlichen immer wieder die Ausreiseantragsteller, die Ausgangspunkt aller größeren politischen Demonstrationen waren, also zum Beispiel in Leipzig. Das waren im Ursprung Demonstrationen von Ausreiseantragstellern, denen sich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann andere unzufriedene Personen angeschlossen haben. Wenn man den Gang der Geschichte jetzt aus dem Rückblick verfolgt, dann war es natürlich so, dass gerade diese Gruppen als Türöffner gedient haben für die eigentlichen umstürzerischen Kräfte gegen die DDR. Sie haben also den Weg freigemacht für die Leute, die dann die Führung übernommen haben. Also ich bin nur so lange zu dieser Demonstration gegangen, zu den Montagsdemos, wie wir gerufen haben, wir sind das Volk. Wir wollten einfach als Volk wahrgenommen werden und Mitspracherecht haben. Aber als dann Herr Kohl kam und es hieß dann, wir sind ein Volk, und habe ich mich eigentlich zurückgezogen. Ja. Wenn hier auf dem Markt, wo man vorher schrie, mehr Demokratie, was richtig war, das war beispielsweise so ein Kernpunkt. So. Und auf einmal das umschwenkt, nachdem die hier Busse und Plakate aus dem Westen rankamen, ja, und entsprechende Leute. Und auf einmal kippt das in Richtung, wir sind ein Volk, Einheit. Ja. Vorher war da auch bei den Bürgerbewegten überhaupt nicht die Rede von Einheit Deutschlands. Es war immer die Rede, auch in den Kirchen, die ja eine unheilvolle Rolle gespielt haben, war immer nur die Rede, wir wollen die DDR verbessern. Fürs Volk. Und das war vom Ansatz her erstmal nicht zu verachten. Ja? Bloß die SED wollte es nicht mehr begreifen oder konnte es nicht mehr begreifen. Ich denke mir, der Großteil der Menschen hatte das am Anfang überhaupt nicht geplant und war dann auch verwundert, ja, über die Möglichkeit überhaupt. Also die Möglichkeit hatte ein DDR-Bürger, glaube ich, nicht in Betracht gezogen. Für uns war DDR ewig. Die Mauer war uneinreißbar. Dass es dann möglich wurde plötzlich, ja. Ja, das spaltete dann irgendwie auch die Bevölkerung. Ja, klar. Weil es gab natürlich, ich kenne auch viele, die sich da wahnsinnig gefreut haben, die gejubelt und gefeiert haben. Aber es gab eben auch welche, die irgendwo gesagt haben, nee, also das wollten wir eigentlich nicht. Ja. Wir dachten, wir fangen nochmal neu an mit der DDR. Wir hätten auch gerne Opfer gebracht. Denn man hätte eben, weil wir hatten ja gehört, die Wirtschaft ist ruiniert, alles abgewirtschaftet und so. Da haben wir uns gesagt, naja gut, dann müssen wir mit weniger auskommen, dann fangen wir nochmal klein an und machen eben vieles besser und vielleicht sehr naiv, aber das war mein Glauben. Ich habe dann nur noch beobachtet eigentlich, ja. Ich hatte mich natürlich gefreut, ja, dass ich dann meine Freundin wieder sehen kann. Ja, das ja. Es war eine Art, so wie soll ich sagen, also 89, 90 so, ja, bis Koma-Zustand, Ohnmacht, aber gar nicht. Ja, empfunden, dass eine Welt kaputt geht.
auch die DDR, aber eine Welt geht es ja mehr als die DDR kaputt gegangen. Das ist den meisten, möchte ich behaupten, so bewusst gar nicht geworden. Und in dem Moment, als ich sage mal, als es deutlicher wurde, wo es hinläuft, da hatte die BRD Machthaber und die Ökonomie hatte dann schon die Dinge in der Hand. Also natürlich personell jetzt Kohle und so weiter, dann war alles im Prinzip schon gelaufen. Ich meine, hier gibt es ein schönes Buch, Der Drahtzieher, über diesen Werner Wolters, Geheimdienstgeneral. Der wurde 1989 im Januar Sonderbotschafter in Bonn. Der war auch schon 5 Jahre in Rente. Ja, da war mal stellvertretender Chef CIA für besondere Operationen, ein Putschspezialist. George Bush, der Ältere, hat ihn rangeholt und sagt, du musst dorthin, es geht um alles. So. Dann hat westdeutsche Journalisten haben ihn interviewt, als er dann eingeführt wurde als Botschafter. Also, sie sind doch schon 5 Jahre in Rente, was wollen sie denn hier? Was sagt er? Ich werde immer dann geholt, wenn der Patient die letzte Ölung braucht. Öffentlich. Nicht in einer Geheimdienstsitzung. Das wurde auch geschrieben in der Zeitung. Und ich habe damals eine letzte Information geschrieben, die dann an den Ministerpräsidenten gegangen ist, wo drin eingeschätzt wurde, dass die SPD zum Beispiel Anfang Dezember 1989 schon 2 Millionen D-Mark investiert hatte in die Ausrüstung, Ausstattung und Organisierung der sogenannten Sozialdemokratischen Partei Deutschland, die sich im Oktober 1989 gegründet hatte, und natürlich auch die ideologische Führung dieser Partei übernommen hatte. Wir haben gleichzeitig informiert, dass die CDU unter de Maizière sich angeschickt hat, alles aus ihrem Parteiprogramm zu streichen, was irgendwie an Sozialismus erinnert hat, und sich darauf vorbereitet hat, zusammen mit der West-CDU die nächsten Volkskammerwahlen anzugehen. Das waren alles solche Hinweise, die hier zeigen, wie hier nach und nach der Inhalt solcher Bewegungen umgedreht wurde und direkt in den Umsturz der DDR dann gemündet hat. Natürlich in dem Zusammenhang auch noch die Situation kam, dass Erich Honecker um Entlassung aus seiner Funktion gebeten hat. Egon Krenz Generalsekretär wurde und kurze Zeit später dann auch niedergelegt hat. Und dann Hans Modrow Ministerpräsident wurde und ein neuer Gregor Gysi, keiner kannte ihn, Parteivorsitzender wurde. Und mit einmal Sachen diskutiert wurden, die im Grunde genommen ich nicht verstanden habe in meinen jungen Jahren. Gründung einer Treuhand, Bildung eines runden Tisches. Ich habe mir immer gesagt, mit wem setzen die sich denn da an einen Tisch? Es gibt doch die Volkskammer, die entscheidet doch über solche Sachen. Die Wahlen sind doch, Kommunalwahlen sind erst gewesen, da soll es Manipulation gegeben haben. Warum klärt man das nicht auf? Wie stark waren die? Ging es wirklich um 10% oder ging es da um 0,Stellen? Ich meine, Wahlmanipulation lehne ich ab. Aber die Frage ist doch, ob das wirklich an der Wahl irgendwas geändert hätte. Und solche Fragen habe ich damals beschäftigt. Ich habe das nicht verstanden, was da gemacht wurde. Erst als man anfing, die DDR Stück für Stück umzubauen, Diskussionen über die Einheit Deutschlands anzustrengen, und zwar unter SED-Führung. An der Stelle habe ich natürlich in Frage gestellt oder mich gefragt, wer da die politisch Handelnden sind. Na, man muss ja sich die Situation vorstellen. Ich glaube, Februar, März 90 sind 500.000-600.000 Mitglieder aus der SED ausgetreten. Vorher waren schon einige Hunderttausend. Das brach alles zusammen. Wir
Wenn ich mich zurückerinnere an 1990, was passierte, und dann die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, die bisher bekannten Strukturen wurden alle zerstört, wurden verändert. Zuerst war ich noch organisiert an der Offiziershochschule, dann ich habe dann mein Entlassungsgesuch geschrieben, weil nach der Wahl habe ich gesagt, für die CDU stelle ich mich nicht an die Grenze. Habe ich mein Entlassungsgesuch geschrieben und habe dann meinen Wehrdienst noch zu Ende gemacht. Den konnte ich allerdings dann in Erfurt zu Ende machen. Dort gab es eine Struktur der Grenztruppe, also habe ich ihn dort zu Ende gemacht. Für alle Bürger der DDR veränderte sich das Leben. Arbeitsplätze gingen verloren, entstanden an anderer Stelle neu. Das heißt, alles wurde einmal auseinandergetrieben und fügte sich dann an anderer Stelle neu zusammen. Es war dann im Nachhinein für viele, viele Menschen, und hier kann man wirklich von Tausenden reden, auch eine schwere Zeit, zu sich selbst wiederzufinden. Weil mit der Wende ist von so vielen Menschen die Vita zerstört worden, auch meine. Ja, wo ich vorher fleißig, ganz ehrlich und voller Enthusiasmus auch gearbeitet habe, sollte ich mich einreihen und sagen, mein Leben war bis jetzt nichts wert. Ja, noch als ich hier nach Kassel gekommen bin und frisch verheiratet war, auf einer anderen Familienfeier, kam jemand aus dem Bekanntenkreis auf mich zu und hat gesagt, ach, da sind Sie jetzt aber froh, dass Sie den Peter dass der Peter Sie geheiratet hat. Jetzt haben Sie endlich ein schönes Leben. Ja, also ich hatte vorher auch ein schönes Leben. Ich habe in der DDR gelebt, gearbeitet, geliebt, gelacht, geheult. Alles, was der Mensch so in seinem Leben hat, hatte ich auch in der DDR. Und mit großen Herzschmerzen, muss ich sagen, dass auch eine ganze Reihe ehemaliger Arbeitskollegen, auch Freunde, es nicht geschafft haben und sich auch das Leben genommen haben. Ja, und das, also es tut mir wirklich sehr, sehr weh, die es nicht geschafft haben. Es ist schon schwer gewesen, dass jeder eine neue, bis hin eigentlich zu einer neuen Identität kommt. Ja, also ich hatte mich nicht in meinem Leben aufgemacht, 18 Jahre lang Wein am Telefon zu verkaufen. Ja, das hat überhaupt nicht zu meinem Lebensplan gepasst. Aber das ist mir aufgezwungen worden nach der Wende. Für mich wäre das früher unvorstellbar gewesen. Bettelbriefe schreiben, Sozialhilfe, wie überlebe ich denn? Arbeitslosigkeitsmeldung, dann kriegte ich 3 Monate kein Geld. Ich habe immer vertraut, dieses Vertrauen in den Staat war dann bei mir völlig weg. Früher war ich ja irgendwie obrigkeitsvertrauend. Dann habe ich gemerkt, da gibt es eben nichts. Da musste ich Rabatz machen, dann gab es eben was. Also ich wurde von einer Verzweiflung in die nächste geschubst. So habe ich die Wende erlebt. Wie gesagt, die Phase der Verklärung war dann schnell weg. Ja, für mich persönlich, wie gesagt, wir brauchen eine Welt zusammen. Ich habe meine Heimat verloren, meinen Beruf verloren. Naja, musste sehen, wie ich da klarkomme mit. Und die ersten Jahre war ich Künstler nach der Konterrevolution, Überlebenskünstler. In jeder Hinsicht. Und da war auch wieder die Frau, meine Frau, diejenige, die mir beiseite gestanden hat, sonst hätte ich es nicht gepackt alleine. Ja, ich war ja dann in der Kinomalerei und da kam ja dann ein Herr aus Bochum, der dann wahrscheinlich, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, diesen symbolischen Preis gezahlt hat, ne, für die Kinos allesamt. Und wir hatten sehr gute Kinos. Das Kapitol in Leipzig war ein wundervolles Kino. Das Casino, das Regina, wir hatten wirklich sehr, sehr schöne Kinos. Passage-Kino. Nee, es war früher Freundschaft, ja. Das heißt erst jetzt Passage-Kino, ja. Es war die Freundschaft in Leipzig. Wir hatten wirklich sehr schöne Kinos mit gutem Programm und allem. Ja, das ging ja dann irgendwie allmählich den Bach runter. Es kam dann eben der Herr aus Bochum. Zum Glück hat er uns erstmal als Kinomaler auch übernommen. Also ich hatte noch nicht sofort einen Arbeitsplatz verloren, so schnell ging es nicht. Es wurden so nach und nach einige entlassen von uns 7 Kinomalern. Ich blieb da aber mit übrig. Aber wir mussten dann eben
mit anschauen, wie das Kapitol einen ganz anderen Charakter bekam zum Beispiel. Es wurden sofort irgendwie Kemmelohren aufgehängt und irgendwelche bunten Teppiche ausgerollt, Popcornmaschinen aufgestellt, irgendwelche amerikanische Bilder an die Wand gehängt. Also dieses schöne Flair, was dieses Kapitol mal hatte, ja, das war ein wunderbares Gebäude und mit unseren Wandmalereien, die immer irgendwo, wo irgendwo ein Stück Seele drin steckte, die von Hand gemalt wurden, ja, das wurde alles abgetragen, ja. Es ging alles in den Bach runter. Am Ende wurde ja das Kapitol sogar noch, es gibt es ja nicht mehr, ist ja geschlossen worden, ist ja jetzt irgendwie wahrscheinlich ein toller Laden drin, ich weiß nicht, bin nicht mehr in Leipzig. Tolles Geschäft wohl drin. Tja, es wehte dann ein anderer Wind. Ich wusste nicht, dass indische Frauen aus Verzweiflung ihre Niere verkaufen. Wir wussten es nicht. Wir kannten den Westen nur aus dem Westfernsehen. Da gab es Haribo und da gibt es schöne Autos und so weiter. Mich hat das literarische Angebot erfreut und interessiert. Och, das ist alles schön. Ja, das muss ich so sagen. Aber das wirkliche Elend wurde im westdeutschen Fernsehen niemals gezeigt. Das muss ich mal so sagen. Das war alles geschönt. Außerdem hat der Kapitalist seine beste Seite gezeigt. Es gab ja noch das sozialistische Lager als Konkurrenz. Das hat er nun nicht mehr nötig. Jetzt zeigt er sich so, wie er ist. Und das wird noch richtig heftig werden, glaube ich. Wann war denn Krieg wieder möglich? Wir sind 1989 kaputt gegangen und 1993 in Jugoslawien. Angezettelt als sogenannter Bürgerkrieg, aber es war ein Krieg um das sozialistische Staatswesen, was natürlich auch schon erodiert war, endgültig zu zerschlagen und als ökonomischer Faktor auf dem Balkan zu zerschlagen. Ja, ich rede jetzt nicht mal von den Auslandseinsätzen und so weiter. An diesen Sachen haben wir die gehindert, 40 Jahre lang. Insgesamt ist natürlich die Atmosphäre so, dass die Mitarbeiter des MFS in dieser Gesellschaft ausgegrenzt sind, als Aussätziger, als Abschaum behandelt werden. Es ist nicht nur die soziale Diskriminierung, es sind nicht nur die Berufsverbote. Es ist ja auch eine ständige propagandistische Infiltrierung der Gesellschaft, wenn irgendwelche Filme, Kriminalfilme oder sonst was gezeigt werden, dann hat man oft immer, wenn es darum geht, das Schlimmste und Abscheulichste darzustellen, dann die Wendung drin, das sind Stasi-Methoden und dann ist man natürlich wieder überrascht, was die Staatssicherheit alles für Verbrechen begangen haben soll, obwohl im Grunde so gut wie niemand für irgendwelche Verbrechen nach 1990 bestraft werden konnte. Es ist ja Kommunistenverfolgung in Fortsetzung der BRD, was wir erlebt haben. So muss man das sehen. Wird viel zu wenig auch in den Kommunisten Westdeutschlands dargestellt. Das ist die Fortsetzung. Von 56 Berufsverbote und nun die Kommunisten der DDR. Jetzt kann man sie fassen. So. Die Frage ist, was kann ich erwarten? Wenn ich weiß, in welchem System ich lebe, das System, das heutige, hatte es sich schon 1945 zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Staat zu beseitigen. Ich kann also nicht erwarten, eine realistische Berichterstattung über das Leben in der DDR. Ab und an staunt man manchmal trotzdem, dass mal im MDR, gerade in diesem schlimmen Sender, mal eine Berichterstattung kommt, über die DDR, über den Betrieb, dass die Leute noch da sind und die erzählen über den Betrieb, wie es war. So. Aber das währt meist nicht lange, dann kommt der Hammer, der ideologische Hammer, was für Scheißstaat die DDR war. Welche Unterdrückung in den Betrieben und. Und am meisten tut mir weh, dann, also weh tut das schon, wenn man sein Leben permanent angegriffen und diffamiert fühlt und sieht. Und man weiß genau, so war es nicht. Und du bist ohnmächtig, daran etwas ändern zu können. Das ist das Böse. Na, und das ist so bitter, wenn vieles, was die Menschen sich hier aufgebaut haben, wegfällt, platt gemacht wird,
einfach versucht wird, aus deinem Gedächtnis zu entfernen, indem man eben abreißt oder umgestaltet, Straßen umbenennt und den, am liebsten würden den Fernsehturm da abreißen. Und das ist ein Stück auch der Lebensleistung der DDR-Bürger, die hier in den richtigen Dreck getreten wird. Man hat die DDR-Bürger so gebeugt, dass leider viele von ihnen den Rattenfängern hinterherlaufen. Sie sind deshalb keine Faschisten. Gibt es auch welche drunter. Aber, sondern, ich sag mal, die Wut, der Hass gegen die Behandlung als Bürger zweiter Klasse, das ist ein spezielles Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Aber sozusagen die DDR als eine Kolonie entwickelt, ist sie. Absatzmarkt, keine großen Unternehmen hier. In der Verwaltung Westleute, das setzt sich nun über Kindes- und Kindeskinder fort. Die Junker und der ganze Adel, diese Verfaulende, alles wieder zurückgekommen. Eigentumsansprüche, Hohenzollern stellen jetzt einen Zitierenhof. Also ich sag mal, da merkt der Osten, die Bevölkerung, das ist für mich, ja, das kommt nicht nur der Wutbürger, es ist auch Protest. Bloß dieser Protest muss natürlich im Widerstand umgemünzt werden. Und in Aufklärung darüber, dass man mit der AfD das nicht ändern kann. Aber Widerstand ist da geboten. Und warum sind wir denn jetzt alle irgendwie wie im Halbschlaf? Also ich selbst auch. Ich bin eigentlich ein relativ kämpferisches Wesen und bin, wie ich schon sagte, ein extrovertierter Mensch. Also ich bin ja kein Fluchtwesen. Ich bin ja eher so der Typ, der auf andere zugeht und nochmal nachfragt und noch irgendwo sagt, oh nee, das sehe ich aber anders und lass uns doch da was dafür tun. Mache ich alles aber gar nicht mehr. Ich bin irgendwie wie im Dämmerzustand, komme ich mir vor. Und ich denke, das geht vielen Menschen so. Warum ist das so, frage ich mich. Warum schlafen wir alle? Warum sind wir alle so resigniert? Wovor haben wir eigentlich Angst? Also ich möchte sagen, die DDR lebt mit den Bürgern, nicht nur die noch leben, die die DDR bewusst gestaltet haben und leben, sondern auch mit den Nachkommen. Die DDR ist natürlich für viele Erinnerung. Nostalgie ist nicht unbedingt was Schlechtes. Aber für mich ist immer wichtig, auch in Gesprächen und so weiter deutlich zu machen, sie ist ein Stück Zukunft. Ich muss hier das, was ich öfter sage, aber ich wiederhole das öfter. Kurt Gosweiler, für uns einer der wichtigsten Historiker, der sagte, DDR, Kapitel 1, der Sozialismus in Deutschland. Die Geschichte der DDR muss neu geschrieben werden. Das herrschende Bild verzerrt die Realität, verschweigt die Errungenschaften und komplexen Ursachen der Schwierigkeiten und Probleme. Gerade heute, in einer Zeit, in der die Lebensgrundlage zahlloser Menschen durch wirtschaftliche Krisen und Kriege bedroht wird, wo Armut und Perspektivlosigkeit bei gleichzeitig unvorstellbarem Reichtum wachsen, ist es an der Zeit, sich der DDR zu erinnern. Die Geschichte der DDR, die Erfahrungen ihrer ehemaligen Bewohner zeigen, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Sie zeigen aber auch die Widersprüche und Fragen, denen wir uns annehmen müssen. Nur so können wir die 40-jährige DDR-Geschichte wirklich verstehen und nur so den Weg für einen erneuten Anlauf zum Sozialismus in Deutschland ebnen. Wir haben einen kommunistischen Klärungsprozess angestoßen, der sich unter anderem genau diesen Fragen stellt. Die kommunistische Organisation kämpft für den Sozialismus und strebt die Klarheit und Einheit der Arbeiterbewegung in Deutschland und der Welt an. Die DDR ist die größte Errungenschaft der Arbeiterbewegung in Deutschland. Sich ihre Erfahrungen und Errungenschaften anzueignen, ist für all jene wichtig, die heute den Kapitalismus überwinden wollen.